Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um das Rädern an sich und das Bruchrad. Und los geht's. Bei einem sogenannten Bruchrad handelt es sich um ein mittelalterliches Hinrichtungswerkzeug. Das Rädern als Bestrafung fand im frühen Mittelalter bis hin zu Beginn des 18. Jahrhunderts als gebräuchliche Hinrichtungsmethode Verwendung. Wurden Menschen als Räuber oder Mörder verurteilt und das Rädern als Strafe festgelegt, so wurden sie zum Richtplatz geführt und dort auf dem Boden gebunden. Das Ziel des Räderns war es zuerst, den Leib des Verbrechers oder der Verbrecherin zu verstümmeln und das so qualvoll wie nur möglich. Der Scharfrichter nahm das zuvor genannte Bruch- oder auch Richtrad in die Hände und schlug damit auf die Arme, Beine und den restlichen Körper des zu Richtenden ein. Durch die Schläge mit dem Richt- oder auch Bruchrad wurden die Knochen der Opfer gebrochen und zertrümmert. Meist begann der Henker damit, die Beine zu brechen, um sich dann Stück für Stück nach oben zu arbeiten. Wichtig war, dass der oder die Verbrecherin beim Rädern nicht starb. Der Leib sollte nur verstümmelt werden. Bei der Arbeit des Henkers gab es einen bestimmten Takt bzw. Rhythmus, in dem gearbeitet wurde. Die Schläge mit dem Rad wurden entweder vorgeschrieben oder durch die Anzahl der Speichen im Bruchrad entschieden. Um die knochenbrechende Wirkung des Rades noch zu erhöhen, wurden den Verurteilten scharfkantige Hölzer unter ihre Handgelenke, Ellenbogen, Fußknöchel, die Hüfte und die Knie gelegt. Diese Hölzer nannte man Brecheln, Krammen oder auch Krippen. Im weiteren Verlauf der Geschichte des Räderns wurden eigens dafür Konstruktionen gebaut, in die spätere Verurteilte eingespannt wurden, um die Arbeit des Henkers zu erleichtern. Waren dem Opfer sämtliche Knochen gebrochen, so endete der erste Teil des Räderns. Unüblich war es, dass der Scharfrichter angewiesen wurde, das Opfer zu exekutieren. Sollte der Verurteilte sofort hingerichtet werden, so bekam er einen Gnadenstoß entweder auf das Herz, den Kopf oder das Genick. Noch seltener als die Hinrichtung am Ende des ersten Teils geschah es, dass der Scharfrichter nicht von den Beinen, sondern vom Kopf herab anfing zu rädern. Teil 2 des Räderns. Hier wurde der Körper des Geräderten in ein Rad geflochten. Dies war durch die zertrümmerten Glieder nun möglich. War das Opfer ins Rad gebunden, gab es mehrere Möglichkeiten, ihm ein Ende zu setzen. Das Rad wurde mittels eines Pfahls oder Stocks aufgestellt. So konnte der Henker ihn entweder enthaupten oder erdrosseln. Ebenfalls konnte auch ein Feuer unter dem Rad entfacht werden oder der Geräderte wurde einfach in ein Feuer geworfen. Geschah dies nicht und der Leib blieb übrig, wurde der tote Körper entweder dem Verfall, vermutlich als Abschreckung für andere Übeltäter aufgestellt, oder dem Vieh als Fraß überlassen. Dem christlichen Glauben nach wurde und wird eine Auferstehung verwirkt, wenn der Leib des Toten nicht beerdigt wurde. Wurde der Geräderte am Ende nicht hingerichtet, so konnte sich die qualvolle Zeit bis zum Eintreten des Todes lange hinziehen. Manchmal nur ein paar Stunden oder auch einen bis mehrere Tage. Bei einer anderen Variante des Räderns wurde das Opfer direkt auf ein Rad gebunden und die Glieder mit einer Eisenstange, der sogenannten Barre, zerschlagen. Anstatt eines Rades konnte der Bestrafte aber auch auf ein Andreaskreuz gebunden werden. Die Rettung der Bestraften. Wenn der Geräderte noch lebend vom Rad fiel oder seine Hinrichtung fehlschlug, wurde dies als ein Eingreifen von Gott wahrgenommen und er wurde am Leben gelassen, teils sogar bestmöglich medizinisch versorgt. Neben vielen Hinrichtungen durch das lange, qualvolle Rädern gab es auch Fälle, in denen der Angeklagte zuerst durch eine schnelle Hinrichtungsart exekutiert und sein Leib nach dem Tode gerädert wurde. Je nach Art und Schwere des Verbrechens konnten auch mehrere Strafen vollstreckt werden. So gab es 1771 einen Fall in Bayern, in dem ein Mann zuerst erdrosselt, dann gerädert, enthauptet und zum Ende dann auch noch gevierteilt wurde. Seine Körperteile wurden dann in 4 Städten aufgestellt, in denen er geraubt hatte. Nun zum Bruchrad an sich. Ein Bruchrad konnte auch ein normales Wagenrad sein, mit dem die Knochen des Verurteilten zertrümmert wurden. Um die Wirkung des Knochenbrechens noch effektiver zu gestalten, wurden teils solche metallenen Blätter angebracht. Von der Hinrichtungsart des Räderns leitet sich übrigens auch unser heute noch gebräuchliches Sprichwort "Ich fühle mich wie gerädert" ab. Tja, und wenn man nun den Hintergrund dieses Sprichworts kennt,
dann stellt sich mir die Frage, ob man sich wirklich so fühlen will. Ich möchte mich auch nochmal beim Freien Söldnerhaufen 1525 bedanken, die mir das Rad für die Fotos und Filmaufnahmen zur Verfügung gestellt haben. Ein Gruß raus an euch. Und für euch zählt's, wir hören und sehen uns demnächst wieder. Macht's gut.